Grüße und willkommen, Grüße zu Sunville Solo, Grüße mit meinem Hunter, Grüße. Und der erste Boss wird voll spektakulär, er wird so heftig, so mega awesome, toll, er wird so heftig gemacht und zwar gar nicht, weil er nur zu zweit geht. Aber der Boss, da bin ich extra auf BM gegangen, weil er echt enorm Schaden macht am Hunter, wenn er auf einen nur einen kloppt, das ist ein, der macht dann echt auch Schaden, muss ich sagen. Und deswegen, dass ich mein Tank einfach, mein Haustier auf die Fresse kriegen lassen von dem lustigen großen Mann. Ich hüpfe dann einfach nur herum, freue mich des Lebens und schieße so lange drauf, bis er tot ist. Was ein bisschen dauert, da er 7,5 Millionen Leben hat. Aber immerhin macht mein Pet das, regelt das. Ja, mein Pet regelt das schon. Wird immer schön geheilt, nebenbei. Ist auch wichtig, dass es verreckt ist. Und immerhin, ich habe schon probiert, dass ich das mache als Survival Hunter. Dann ist mein Pet gestorben, irgendwie. Und ich auch. Das war total intelligent. Aber richtig intelligent. Aber endlich sind dann die 12% rum. Ne, 13, 14, 15. Ich kann nicht lesen. 10, oh mein Gott. Und dann die vernichtenden Schläge und er ist endlich down. Loot. Und dann Gott sei Dank T6 Taille, ne? Und dann kommt unser nächster Freund, der gar nicht freundlich ist, und zwar dieser lustige Skelettdrache am Himmel. Warum ist er nicht freundlich? Weil er das nicht ist. So, das Wichtige bei dem lustigen Drachen ist, Schaden in kurzer Zeit machen. Wenn ihr gut seid, schafft ihr das dann schnell genug, sodass er die Flugphase nicht erreicht. Und ratet mal, wer die Flugphase erreicht hat. leider habe ich Zeit verloren wegen diesem Hochfliegen vom Arkan-Scheiß da. Und dann springen wir fröhlich rum und töten und töten. Und dann schaffe ich es doch nicht. Und er hebt gleich ab, weil ich nochmal hochgehoben wurde. Und hätte es wahrscheinlich vielleicht geschafft. Auf jeden Fall machen wir noch auf 0% runter. Unsere Mission ist dann wegrennen. Also erst kommen diese lustigen Skelette. Das ist aber gar nicht so wild. Die machen wir eben weg. Machen wir hier. Bam, 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 bam. Down, 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 down. Stopp, 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 stopp. Penis, Penis. Und dann warten. Hochgucken, wo ihr, gucken, wo ihr hin will, wenn denn euch die Seuche erwischt, die ihr sprüht. Werdet ihr übernommen und der Kampf ist vorbei, weil ihr sterben werdet. Und euer Pet. Auf jeden Fall ist der Kampf dann vorbei. Also die ganze Zeit einfach nur ausweichen. Im Prinzip könnt ihr auch da stehen bleiben, wo ich die ganze Zeit nur rumhüpfe. Anscheinend möchte er da nicht sprühen. Wie ihr seht. Er macht nur an dieser einen Stelle momentan. Auf jeden Fall guckt er einfach, wo er hinguckt. Jetzt guckt er in meine Richtung und dann dachte ich mir, scheiße. Er kommt runter. Und dann einfach nochmal töten. Und tada. Und dann können wir auch schon weiter zum nächsten Boss. Und zwar die Zwillinge. Auch eigentlich ganz easy, einfach nur töten, würde ich mal sagen. Ich dachte erst am Anfang, die haben einen geteilten Livepool, aber das haben sie gar nicht. Ich trottel. Auf jeden Fall, wenn die erste down ist, wird die andere ein bisschen stärker, aber das macht nichts. Das einzige Nervige ist das Desorientieren. Dass wir dauernd hin und her rumpeln wie so ein Behinderter. Wie ihr seht, schon wieder. Das sind dann immer Sekunden, die euch kosten. 10 Sekunden knapp. Oder waren 10 Sekunden, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist das ein bisschen anstrengend und nervig gewesen. Aber wenn wir das endlich geschafft haben, ist er tot. Und es gibt Blut. Und natürlich ist bei dem nicht der Bogen gedroppt. Ja, ich droppe meinen stylischen Bogen und es wäre cool für Mokke gewesen, aber nein. Und dann kommt schon der nächste Boss. Der ist ein bisschen leichter, wenn ich das mal so sagen darf. Und zwar besteht aus zwei Phasen. Erste Phase einfach schnell down machen. Die jetzt könnt ihr von mir jetzt auch ignorieren oder eben schnell töten. Und da verwandelt er sich in die Dämonenform. Und den tötet ihr nochmal. Die ist eigentlich ganz leicht. Da hüpft ihr einfach nur ein bisschen rum und geht weg und schießt und freut euch des Lebens. Und dann gibt's wieder Loot. Und dann kommt er, der letzte Boss. Der epischste Boss. Oh yeah. Erst müsst ihr am Anfang diese lustigen, ekligen Dämonen töten, die euch hinterher rennen. Wie so behinderte kleine Spasten. Aber ganz leicht, finde ich jetzt. Und da kommt er. Kil'jaen? Heißt er Kil'jaen? Weiß ich gar nicht. Und dann beginnt der lange Kampf. Das dauert ein bisschen leider, gegen den zu kämpfen.
liegt auch an meinem Gear. Also das meiste verfehlt euch eh. Das Einzige, was ich mache, ist die ganze Zeit weghüpfen vor den Sachen, im Kreis hüpfen. Und das so lange, bis der tot ist. So, falls ihr wer fragt, das ist übrigens Dragon Ball Theme Musik auf Klavier, Piano gespielt. Da hüpft er einfach und dann, dazu hüpfe ich dann einfach hin und her und freue mich des Lebens. Eigentlich ganz leicht, wir verlieren auch wenig Leben. Das Gute ist bei Rückzug, dass ich Leben wieder gewinne. Das ist wirklich das Positive. Und er nähert sich langsam endlich dem Ende. Also auch ein bisschen, das dauert echt ewig, obwohl ich eigentlich gar nicht so schlecht Schaden mache, meiner Meinung nach. Aber der auch eine stolze Live-Zahl für das Level damals, ne? Und dann die Sterbeanimation ist so geil. Zeitlupe, die beste Sterbeanimation ever. Eine der schönsten Sterbeanimationen, die Blizzard eingebaut hat, wie er zurückgezogen wird in diesem Brunnen. Einfach geil, finde ich. Und dann habt ihr es endlich geschafft. Das war's.